Mein Name ist Ingo Dorn, von Beruf Kfz-Mechanikermeister. Mein Name ist Holger Sackau. Mein Beruf ist Metallbauer. Meine Frau reitet gerne. Ich bin gerne dabei, ich trage ihr das Pferd sozusagen hinterher. Der Transport des Pferdes ist für Ingo allerdings jedes Mal eine große Herausforderung. Ich bin auf die Idee gekommen, nachdem ich sehr häufig den Pferdeanhänger angekuppelt habe und mir dabei des Öfteren auch die Stoßstange zerkratzt und zerbeult habe. Fünfmal aussteigen, fünfmal ranfahren, bis man dann endlich das geschafft hat. Dieses Problem lässt Ingo keine Ruhe mehr. Also muss eine Lösung her. Ich hatte zuerst die Idee und habe sie dann Holger vorgestellt. Holger ist dann begeistert losgelaufen und kam nach 24 Stunden mit dem ersten Prototypen wieder, hat mir den auf den Tisch gestellt und hat gesagt, hier, meinst du sowas? Die Ankuppelhilfe für Anhänger ist geboren und kinderleicht zu bedienen. Der erste Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Verkauft haben wir etwa 200. Der Markt ist ein riesiger Markt. Also wir sind jetzt dabei, dass das Gerät 89,90 kostet für den Endkunden. Der Handel natürlich dementsprechend einen Rabatt bekommt. Ja, zwei Daumen hoch vom Sohnemann. Hier sind Ingo Dorn und Holger Sackau. Willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir präsentieren heute Abend den Schnellkuppler. Eine Anhänger-Ankuppelhilfe mit integriertem Anhängerschloss, damit man den Anhänger auch gesichert abstellen kann. Diese Anhänger-Ankuppelhilfe funktioniert wie folgt. Man öffnet das Schloss, damit man den an dem Anhänger montieren kann. Ich darf das mal weitergeben. Setzt die Ankuppelhilfe hier in das Zugmaul ein. Lässt es einfach einrasten. Und Holger würde uns das mal demonstrieren, wie man dann mit dem Fahrzeug rückwärts an den Anhänger ranfährt, ohne eine Beschädigung am Fahrzeug, eine teure Beschädigung zu erleiden, ne? Und den Anhänger ganz einfach ankuppeln kann. Ich kann das auch machen. Ich darf dir das mal öffnen. Ja? So. Ja. Dürfen Sie gleich machen. Kannst du gleich probieren. Kannst du gleich probieren. So, viel Spaß. Danke. Das Auto. Ist das von uns oder von euch? Ja, also Holger fährt jetzt langsam rückwärts und muss auch einen gewissen Punkt überwinden. Man muss seine Selbstzweifel überwinden. Und man muss ja gegenfahren, gegen den Anhänger. Aber es passiert nichts. Der Anhänger wird, wie wir jetzt gerade gesehen haben, direkt über die Anhängerkupplung hingeführt. Man kann das Auto abstellen, den Anhänger jetzt ein bisschen hochdrehen, die Ankuppelhilfe hier herausnehmen. Tun wir mal hier beiseite. Man kann dann ganz einfach den Anhänger auf die Anhängerkupplung herablassen und hat den Anhänger angekuppelt, ohne einen zweiten Mann zu brauchen, ohne die Stoßstange kaputt zu machen. Und ohne Kraft. Ja, und ohne Kraft. Des Weiteren, hatte ich ja schon erwähnt, die Schnellkuppler hat ja noch eine zweite Funktion. Man kann den Anhänger auch abgekuppelt stehen lassen und mit einem Schloss sichern. Dazu kuppel ich den Anhänger wieder ab, um das zu demonstrieren. Schieb den Anhänger ein kleines Stück zurück. So, den da rein. Ja, mach ein bisschen höher. Ach so. So, und da der Schnellkuppler für ein universelles Gerät ist, das auf jede Anhängerkupplung, auf jedes Zugmaul raufpasst, sei es jetzt so ein ganz normales wie dieses ist oder eine Schlingerkupplung von einem Wohnwagen, haben wir hier verschiedene Höhen, die wir dementsprechend einstellen können und können dann hier einen Riegel rüberlegen und den Anhänger auch gegen Diebstahl sichern. So, und nun steht der Anhänger da, ist abgeschlossen
Und man könnte theoretisch sogar, wenn man auf den Hof kommt, gleich ran fahren. Den Wagen wieder vor. Genau, gleich in einem Zuge auf den Hof kommen, ranfahren an Anhänger, zum Ankuppeln fertig machen, Schloss aufmachen, entnehmen, Anhänger ankuppeln, losfahren. Ganz alleine. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Weil das Ding ist, ihr seid jetzt ja relativ sauber, da einfach rückwärts ran. Hallo erstmal. Hallo. Servus, moin. Joko, moin. Ingo. Hallo. Ihr seid jetzt ja relativ sauber rückwärts da ran, ne? Ja. Ja. Das wollte ich auch sagen. Ich habe ja, also für mich, ich habe das noch nie gemacht. Also ja. Ich wusste nicht mal, dass man zwei Leute dafür braucht. Geiler wäre es ja, ne, wenn das jetzt eigentlich noch breiter wäre und ich halt richtig von schräg rankommen kann. Weil so dann ist das, das geht nicht. Das geht nicht? Nein. Warum nicht? Klar, das kannst du aber abbauen. Das... Wenn man das machen würde, dann würde man das Auto kaputt fahren. Wenn Sie jetzt eine Kupplung hier ransetzen und Sie würden so ranfahren, sehen Sie? Dann haben Sie noch Luft dazwischen. Gerne, ja, aber der Platte da, dann hätten Sie das Auto kaputt. Das ist der Sinn. Also Sie müssen schon einigermaßen in der Mitte, in dem von 10 cm links. In diesem Radius muss ich irgendwo das treffen. Genau. Ne, das ist einfach, wenn, das ist das Problem, ist ja bei diesem Anhänger das so leicht. Wenn Sie den da fahren, schiebe ich den Anhänger so zurück, ohne dass er da reinfährt. Habe ich einen schweren Anhänger, der zieht sich von alleine da rein. Aber genau deswegen sagt ihr ja, man braucht dafür nicht mehr zwei Leute, sondern man kann es alleine schaffen, damit man das wirklich besser findet. Willst du mal probieren? Und gucken, damit ich mein Auto heilen lasse. Das ist das Entscheidende. Ich habe keine Ahnung davon, aber Lena hat sich eben so, Lena hat gesagt, sie würde gerne. Kann man mit den Schuhen Auto fahren? Darf man das? Na klar. Ja, das. Oh, man darf weiß ich nicht. Man kann ja. Probier mal. Das wirst du easy machen. Das sah jetzt aber ein bisschen schief drauf, oder? Nein, das ist so in Ordnung. Das ist so in Ordnung. Und dann fliegen lassen. Ihr habt ja die Rückfahrkamera abgeklebt. Ja. Ja, sicher. Das wäre die leichteste Lösung, sich ein Auto kaufen mit Rückfahrkamera. Ich sag mal so, du bist schon auf Spur. Ja. Aber es piept wenigstens. So. Ja, nicht dran. Ganz. Ja, noch nicht ganz. Reicht nicht. Gott sei Dank. Boah, das hat sich angehört, als wäre ich schon reingefahren. Ja, genau. Ist aber ein interessanter Moment, oder? Aber ganz ehrlich, interessanter Moment. Super. Danke auch an Lena und Ingo und Holger. Kommt ein Stückchen nach vorne. Das also, eure Erfindung, damit man es einfacher hat, beim Kuppeln wirklich alles zu finden, ne? Den Anhänger. Einfacher und keine Beschädigung am Auto. Keine teuren Beschädigungen am Auto. Ihr habt jetzt eine kurze Pause. Macht's euch gemütlich auf eurer Bank. Ingo und Holger, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja.